Willkommen zurück. Heute die drei Top-Fehler, die Männer beim Blickkontakt machen. Also Blickkontakt, wichtiges Thema. Warum ist es ein wichtiges Thema? Das ist deswegen so wichtig, weil die meisten Frauen, 90-95% der Frauen in der Lage sind, über deinen Blickkontakt sehr viel über dich herauszufinden. Und es kann halt sein, dass ein schlechter Umgang mit Blickkontakt dich falsch dastehen lässt. Im Sinne von, du wirkst sehr unsicher, du wirkst sehr, ja, schüchtern. Oder dass die Frau das Gefühl hat, okay, der ist nicht ganz auf meiner Wellenlänge. Es kann auch sein, dass wenn du mit Blickkontakt falsch arbeitest, du keine Anziehung aufbaust oder du creepy wirkst. Das kommt immer ganz darauf an, was man mit Blickkontakt macht. Und deswegen sind die drei Sachen, die ich dir jetzt erzähle, ganz wichtig, damit du nachvollziehen kannst, wie du ordentlich Blickkontakt benutzt. Und der erste Fehler ist, und das machen tatsächlich die meisten Männer, dass es der häufigste Fehler ist, dass die meisten Männer einfach zu wenig Blickkontakt halten. Dass viele Leute, das sehe ich, wenn ich im Alltag unterwegs bin, das kannst du auch für dich selbst beobachten. Renn mal auf der Straße rum und schau mal hin, wo die Leute hinschauen. Und schau mal, wie viele Leute dir in die Augen gucken und wie viele Leute eher auf den Boden schauen. Unglaublich viele Leute schauen immer auf den Boden und das hat mehrere Effekte. Zum einen ist den Effekt, dass du gar nicht siehst, ob du ein Signal von der Frau bekommst von ihrem Blickkontakt, weil du guckst ja die ganze Zeit auf den Boden. Aber es sorgt auch dafür, dass du dich weniger selbstbewusst fühlst, dass du etwas niedriger in deinem Testosteronwert, in deinem aktuellen Testosteronwert unterwegs bist. Denn wenn du eine, ich sag mal, unterwürfige Haltung einnimmst, zum Beispiel auf den Boden schauen, dann fühlst du dich allgemein schlechter und das hilft dir natürlich nicht dabei, die Frau anzusprechen oder erfolgreich anzusprechen. Deswegen der erste Fehler: Halt erstmal Augenkontakt und schau halt bitte, wenn du unterwegs bist, den Leuten in die Augen. Schau auf einer geraden Ebene. Du sollst nicht hoch in der sich schauen im Sinne von, oh, schaut mich an, ich bin viel cooler als ihr. Aber einfach eine gerade Ebene. Hör auf den Boden zu schauen und fang an, den Leuten in die Augen zu schauen. Vor allem auch den Frauen in die Augen zu schauen. Die zweite Sache, die viele Männer danach falsch machen, ist, dass wenn sie Kontakt mit einer Frau haben, Augenkontakt mit einer Frau haben, dann versuch den Augenkontakt nicht als erstes zu brechen. Es ist nicht der Todesstoß, wenn du den Augenkontakt als erstes brichst, aber du wirst eine Sache feststellen, wenn du zuerst wegguckst. Danach fühlst du dich weniger in der Lage, die Person ganz entspannt anzusprechen oder nochmal anzuschauen. Das hast du vielleicht selbst schon mal erlebt. Ich habe früher immer, als ich angefangen habe mit dieser ganzen Flirt-Sache, habe ich immer so Augenkontakt-Duelle, Augenkontakt-Battles in der U-Bahn gemacht. Kann ich dir auch nur empfehlen. Und habe halt Leute angeschaut und mir ist zur Aufgabe gesetzt, dass ich als Letzter wegschaue. Und du wirst merken, wenn du als Erster wegschaust, dann ist da eine größere Barriere, ein größeres Hindernis, den anderen nochmal anzuschauen. Weil dieses "Wer schaut zuerst weg?" ist eine unterschwellige Dominanzgeste. Das heißt, wenn du zuerst wegschaust, dann ja, ist die Dominanzhierarchie in dieser Beziehung zwischen dir und der fremden Frau für den Moment geklärt. Nämlich sie war da der Dominante und es wird dir schwerer fallen, sie anzuschauen. Es wird dir schwerer fallen, sie mit Selbstbewusstsein und entspannt anzusprechen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du lernst, Augenkontakt zu halten. Und das kannst du überall üben. Das musst du nicht in der U-Bahn üben mit fremden Leuten. Das kannst du auch mit deiner Familie, deinen Freunden üben. Aber übe Frauenkontakt zu halten, das auch. Über Augenkontakt zu halten, egal mit welchen Personen. Das kannst du mit Männern üben, das kannst du mit Frauen üben, übst in deinem Umfeld. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die dir nicht nur weiterhilft im Frauenbereich, sondern auch im, sagen wir mal, wenn du jetzt bei einem Vorstellungsgespräch sitzt und du kannst den Leuten in die Augen schauen, macht es einen riesen Unterschied. Ja? Ich habe immer wieder Leute bei mir, ich sehe immer wieder Leute lernen, immer wieder Männer kennen, die absolut nicht in der Lage sind, einen ruhigen Augenkontakt zu halten. Also dann sowas machen wie das hier, ja. Und ja, ich glaube, ich mache das dann so und gestern war ich auch da unterwegs und ja, im Club war ich auch noch. Und das ist ganz problematisch, weil du baust erstens keine Verbindung zu der anderen Person auf. Die andere Person kann dich nicht wirklich wahrnehmen, weil du einfach nicht in die Augen schaust. Aber es ist auch einfach ein starkes Zeichen von Unsicherheit. Und es ist nicht so, dass Frauen sagen, oh Gott, ein unsicherer Mann, da muss ich mich jetzt ganz von entfernen oder bloß kein unsicherer Mann. Aber keinen guten Augenkontakt zu haben, macht halt die Verbindung zwischen euch kaputt, beziehungsweise lässt nicht zu, dass sie überhaupt entsteht. Und deswegen ist es so eine schwierige und problematische Sache, plus die Sache mit der Dominanzhierarchie. Du wirst dich einfach nicht sehr gut fühlen, nicht sehr, ich nenne es mal, bosshaft fühlen, wenn du zuerst wegschaust und das wird dir in deinem Flirt absolut nicht weiterhelfen, sondern dich sabotieren. Deswegen lern den Augenkontakt zu halten, lern es erst mit normalen Leuten, normale Leute, dann lern es mit Frauen oder lern es gleich mit Frauen, lern es in der U-Bahn mit deinen Freunden, Familie und irgendwann wirst du merken, am Anfang ist es sehr, sehr ungewohnt, irgendwann wird es dann für dich eine Gewohnheit und dann ist es relativ
entspannt und du kannst es im Grunde immer machen. Und der dritte Fehler, den dann manche Männer machen, die schon ein bisschen besser sind mit Augenkontakt, die Augenkontakt halten können, ist, dass sie einfach zu lange Augenkontakt halten, denn das gibt es auch. Das ist, wie gesagt, eher selten der Fall, aber wenn du so durch die ersten beiden Fehler durchgegangen bist und schon besser bist im Augenkontakt, dann kann es manchen Männern passieren, das habe ich auch schon gehabt, das habe ich auch schon gemacht, dass die Leute zu lange Augenkontakt halten. Und das kann dann auf manche Frauen oder auf viele Frauen auch sehr creepy wirken. Ich starre dich die ganze Zeit an, während ich mit dir rede. Und zum einen kann es natürlich dafür sorgen, dass Spannung entsteht und das kann auch sexuelle und positive Spannung sein, aber du musst halt ein Gefühl dafür kriegen, wie die Frau mit Spannung umgehen kann, denn die meisten Frauen können nicht mit so einer intensiven Extremspannung umgehen. Und wenn du nicht gerade in so einem sexuellen Kontext bist, dann ist das auch eher aggressive Spannung, die sich da unter Umständen aufbauen kann. Bei Männern ist das ganz extrem. Wenn du fremden Männern in die Augen schaust und ihr habt so einen Blickduell und ihr bleibt einfach mit dem Blick beieinander, dann entsteht da schon ein bisschen aggressivere Energie in den meisten Fällen. Muss nicht, ist aber meistens so. Bei Frauen kann das auch so sein. Das heißt, du willst schon ab und zu mal, wie auch ich jetzt, wenn ich hier zu euch spreche, willst du schon ab und zu auch mal wegschauen, wenn du vielleicht gerade was überlegst, wenn du an irgendwas denkst oder eine Geschichte nacherzählst, mal kurz in die Ecke schauen, das ist kein Problem, um dann wieder zu dem Blick der Person zurückzukehren. Aber das musst du für dich selbst so ein bisschen entwickeln. Ich kann dir nur sagen, auf 99% der Menschen wirkt es creepy oder strange, wenn du die ganze Zeit den Leuten in die Augen schaust. Auch weil du sie damit auf sich selbst zurückwirfst. Also die Leute fühlen sich dann auf sich selbst zurückgeworfen, fühlen sich so ein bisschen angestarrt. Das triggert die Unsicherheiten der Leute, die dir gegenüber sitzen. Und die Unsicherheiten der Leute zu triggern, ist an sich keine schlechte Sache, denn dann kann man daran arbeiten, dann hat man ein Bewusstsein dafür. Das kann sehr gut sein für einen Entwicklungsprozess. Aber wenn du gerade neue Leute kennenlernst, dann geht es nicht darum, die Leute in einen Entwicklungsprozess zu zwingen, sondern es geht darum, einfach eine Connection aufzubauen und klarzukommen mit den Leuten. Ist ja ganz klar, wenn du jetzt, sagen wir mal, auf einer neuen Arbeitsstelle bist, dann willst du dich mit deinen Kollegen optimalerweise auch verstehen, ne? Damit du dich da wohlfühlst und alle anderen sich auch wohlfühlen. Aber wenn du halt dann so creepy Augenkontakt die ganze Zeit fährst, dann kann es sein, dass die Leute sich mit dir unwohl fühlen, obwohl ja, ihr eigentlich klarkommen würdet. Deswegen über diese drei Fehler oder schau mal, wie diese drei Fehler sich in deinem Flirt niederschlagen. Schau also, dass du gerade, wenn du unterwegs bist, erstmal generell Augenkontakt hältst, hier auf der normalen Höhe. Bitte nicht auf den Boden gucken, es machen so viele Leute, es ist so eine schlechte Angewohnheit. Und dann brich nicht zuerst den Augenkontakt mit der Frau. Ganz wichtige Sache, das ist eine ganz wichtige Sache im Flirt tatsächlich. Du wirst merken, wenn du den Augenkontakt zuerst brichst, dann fühlst du dich nicht so geil, dann fühlst du dich nicht so bosshaft, ich benutze wieder den Begriff, dann wird es dir schwerer fallen, den Flirt ordentlich über die Bühne zu bringen. Und die dritte Sache ist, wenn du dann gut Augenkontakt halten kannst, dann übertreib es auch nicht, gerade mit Leuten, die du vielleicht noch nicht so gut kennst. Wenn man sich dann besser kennt und man hält mal länger Augenkontakt, dann ist das nicht so schlimm, man fühlt sich bereits wohl miteinander. Aber dieser sehr intensive Augenkontakt kann verhindern bei Leuten, die dann nicht so mit klarkommen, dass man sich überhaupt wohl miteinander fühlt. Und das willst du in manchen Fällen ja auch nicht. Soviel zum Thema Augenkontakt. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du dazu denkst. Vielleicht hast du noch ein paar Tipps, Sachen, die du mal falsch gemacht hast, die du jetzt besser machst, Sachen, die du vielleicht bei anderen Leuten gesehen hast, wo du dir denkst, wie kann man das machen? Wie kann man so mit Augenkontakt umgehen? Schreib es gerne in die Kommentare. Die anderen Leute profitieren davon. Ich lese es, beantworte es. Videovorschläge auch gerne in die Kommentare. Wenn du den Channel noch nicht abonniert hast, dann machst du es hier oben links und bitte auch die Glocke aktivieren. Unter mir kannst du dich für ein Privat-Mentoring bei mir bewerben. Ich mentore jetzt neuerdings Leute über einen dreimonatigen Zeitraum. Und hier unten geht es zu einem weiteren Video mit mehr Tipps für deinen Erfolg und Frauen. Geil, dass du hier warst. Übermorgen sehen wir uns wieder. Bis dahin, ciao.